So, wir haben heute den Heilpraktiker Dieter Mennel zu Gast. Herr Mennel, Sie sind bekannt dafür, haben ein Buch über Wasserstofftherapie geschrieben und arbeiten viel mit elektroaktiviertem Wasser. Wie lange machen Sie das schon? So über 10 Jahre. Und es gibt ja mehrere Sorten von elektroaktiviertem Wasser. Also es gibt die saure Sorte, es gibt die basische Sorte. Womit arbeiten Sie da hauptsächlich? Also hauptsächlich, sagen wir, zu 75% mit der sauren Sorte. Und jetzt können Sie mal ein paar Beispiele aus Ihrer Praxis nennen, wie Sie damit arbeiten. Werden die Leute darin gebadet oder was passiert da bei der Behandlung? Nein, man kann es bei Hautirritationen auftragen. Wenn ich zum Beispiel eine Wunde habe zum Desinfizieren, Mundschleimhäute kann ich desinfizieren, wenn ich Halsentzündungen habe, Angina, kann ich sehr gut behandeln damit. Und wie gesagt, auch Zahnfleischentzündungen kann ich sehr gut mit behandeln. Ich kann Pilzbehandlungen machen und alle Hauterscheinungen, die von Pilzen oder dermatologisch relevant sind, die kann ich damit behandeln. Tja. Also zum Beispiel durch Auftragen mit Pinsel oder wie muss ich mir das vorstellen? Ach, das kann ich mit einem Lappen einfach auftragen, also auf dem Lappen applizieren oder ich kann es auch mit Spray, also aufsprühen. Es gibt ja nicht nur das reine, pure Wasser, sondern auch verschiedene andere Darreichungsformen, zum Beispiel Gels mit diesem sauren, elektroaktivierten Wasser. Wann setzt man die ein und was ist der Unterschied? Also das Spray würde ich jetzt sofort einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Juckreiz habe, einen Herpes habe oder ich habe einen Bienenstich oder sonst was, wo es schnell wirken soll. Aber es gibt ja Stellen, wo ich zum Beispiel ohne einen Verband machen muss oder ich habe einen Fußpilz oder sowas und dann würde ich ein Gel nehmen, weil es länger hält. Das Spray gast relativ schnell aus, entfaltet seine Wirkung sofort und das Gel hält halt länger vor, unter einem Verband zum Beispiel, ne? Bei Fußpilzen zum Beispiel oder wenn ich einen Nagelpilz habe, was ja extrem lange dauert und da muss ich ein Gel auftragen. Dann nützt mir das Flüssige nicht viel, weil es ja sofort ausgast. Eine typische Geschichte ist ja Akne. Richtig. Vor allem bei Jugendlichen häufig oder bei Menschen mit Hormonstörungen. Richtig. Das ist ja auch ein Entzündungsvorgang, der äußerlich oft von Hautärzten behandelt wird. Kann man das mit dem Wasser auch behandeln? Sehr gut. Da würde ich erst mit dem basischen Wasser behandeln. Das ist das. Warum? Um diesen Fettpfropfen oder die Haut damit zu reinigen, die ist ja auch fettig, oder dieser Eiterpfropfen, dass der wegkommt und dann mit diesem sauren Wasser behandeln, um es zu desinfizieren. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfolge. Also beide Wässer im Wechsel einsetzen. Kann man diese Behandlungen auch bei Kindern vornehmen? Natürlich. Es gibt ja bei Kindern gibt's ja oft Dermatosen aller Art oder Neurodermitis, wo man ja nicht so genau weiß, ist es jetzt seelisch bedingt oder äußerlich, kann man da auch mit dem Wasser was machen? Sehr gut eigentlich. Ich habe also sehr gute Erfolge damit, dass die Affektionen schnell weggehen. Natürlich, wie Sie auch sagen, wenn es einen seelischen Hintergrund hat, wird diese Erscheinung wieder auftreten. Aber die Behandlung ist eigentlich relativ schnell und geht zügig. Wie ist es jetzt bei, Problemen im Mund, also Zähne, Zahnfleisch, Entzündungen und so weiter. Wie wird es da angewandt? Da mache ich sogenannte Mundspülung oder ich gurgel einfach damit, wie man im Volksmund sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mandelentzündung oder eine Rachenentzündung habe oder eine Halsentzündung, wie man es ganz profan sagen, ich nehme das Wasser, ich würde es erst am Anfang zu verdünnen, 1:4, 1:5 und dann gurgeln. Und als Hardcore, wenn man es also richtig verträgt, kann ich das Anolyt, das saure Wasser, auch pur gurgeln. Warum heißt das eigentlich saures Wasser? Schmeckt das so wie eine Zitrone oder? Nein, es ist ja vom pH-Wert ist es sehr sauer und es schmeckt auch gut. Wie gesagt, der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig. Das kommt von der hypochlorigen Säure, die halt diesen, Hypochlorik, wie ich schon sagte, diesen etwas Chlorgeschmack hat, was aber nichts mit Schwimmbadchlor zu tun haben, sondern es ist eine hypochlorige Säure und das ist auch der Nachweis für die Wirksamkeit. Solange es so schmeckt, ist genügend Hypochlorid drin, also hypochlorige Säure drin, die der Hauptwirkbestandteil dieses Wassers ist.
Und was bewirkt die hypochlorige Säure? Ja, diese hypochlorige Säure tötet diese Bakterien und Viren, also auch diese sogenannten resistenten Keime oder Viren, tötet es ab. Und zwar innerhalb von Minuten. Und mir ist persönlich eigentlich kein Virus bekannt, der darauf nicht anspricht. Oft heißt es ja auch, Arzneimittel und Anwendungen haben Nebenwirkungen. Haben Sie da bei dem sauren Wasser schon irgendwas festgestellt? Eigentlich noch nie. Also keine Nebenwirkungen. Ich nehme es selbst schon seit an die 10 Jahre. Ich habe also noch nie eine negative Wirkung oder irgendeine Wirkung, die nicht erwünscht war, festgestellt. Also diese sogenannte Schaukeltherapie besteht darin, dass man zur inneren Anwendung einmal saures und anschließend basisches Wasser im Wechsel gibt. Richtig, genau so ist es ja. Es gibt die Schaukeltherapie Light, die ich mit einem sogenannten Hauswasserionisierer durchführen kann, wo die pH-Werte ja nicht so hoch sind. Und da kann ich auch also eine leichte Schaukeltherapie feststellen. Und die richtige Hardcore-Schaukeltherapie oder die richtig große, die nehme ich dann mit sehr saurem und sehr basischem Wasser vor. Die starke geht schon runter bis auf pH 2, 2,5 und tiefer. Und im basischen Bereich ist an pH 12. Und die Light, die bewegt sich so pH 5 bis pH 8, 9. Gibt es denn auch so Monotherapien, also nicht schaukelnd, sondern dass man jetzt mal eine bestimmte Krankheit des Darms meinetwegen nur mit Anolyt oder mit Katholyt, also dem basischen oder sauren Wasser, behandeln kann? Ja klar, fangen wir doch einfach an. Jeder Mensch ist eigentlich übersäuert. Wenn ich dann nur dieses Katholyt oder dieses basische Wasser zu mir nehme, dieses basische Wasser hat eine sogenannte innere Kraft, das nennt man Redoxwert. Und der geht in die Zelle, beziehungsweise er polt die Zelle um, dass die Zelle wieder richtig arbeiten kann. Wenn die Zelle dann wieder richtig arbeiten kann, dann reinigt sich das Interstitium, dieser Zwischenzellraum oder Pischinger Raum, wie er auch genannt wird inzwischen. Also dieses Problem Übersäuerung können wir damit sehr, sehr gut angehen. Herr Mendel, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke sehr.